Ja, aber auch in so einer Situation, Gratulation am Gegner. Ich fand, dass wir es in der ersten Halbzeit gut vorbereitet haben. Wir hätten zwar die eine oder andere 1 gegen 1 Situation schon eher gewinnen können, um vielleicht dann noch eine oder andere Strafraumsituation haben zu können. Speziell Riva hatte da nie so den Rhythmus, aber er war es dann der, oder er war derjenige, der dann das 1-0 vorbereitet hat, was nicht so einfach war. Da war Emil sehr gut versenkt und dann haben wir die Konsequenz vermissen lassen, das 2-0 zu erzielen. Haben dann gesagt zur Halbzeit, jetzt müssen wir kompakt sein, ne? Einen guten Zugriff auf den ballführenden Spieler haben. Und wir haben es noch nicht ausgesprochen, haben dann natürlich einen Sonntagsschuss, aber ein sehr, sehr schönes Tor, 1-1.